Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Lotus hier mit Virtual Reality. Wir sitzen heute im KT4D, heute auf der Karte Diorama wieder mal. Und ja, von dieser kleinen Reihe, die ich jetzt hier gerade anstrebe hier zu machen, damit wir das Ganze eigentlich mal gebündelt haben, schauen wir uns heute, wie gesagt, die Straßenbahn von BLV an und Kartoffelphantom. Das sind ja natürlich beide, sind ja hier mit drinne, ne? Das ist ja, wie gesagt, die Original Straßenbahn aus Omsi. Der BLV hat sich da die Mühe gemacht und hat sich daran gesetzt, um das Ganze dementsprechend auch fahrbar für Lotus zu machen. Und das heute, wie gesagt, alles in Virtual Reality, freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wir wollen uns das Ganze, wie gesagt, dementsprechend mal anschauen. Und ja, von daher würde ich sagen, aufrüsten angesagt und damit geht's los, Schlüssel rein. So, Richtungswende vorwärts. Strom nach oben. Jetzt muss ich mich hier drehen. Oh Gott, alter Mann. So. Das Schlimme ist, man muss sich echt drehen, ne? So, was war das? 100. 113. 1. So, da haben wir die Ringbahn. So. Ring ist da. Läuft alles. Licht an. Und ja, machen wir hier noch. So, hier merke ich jetzt das erste Mal, dass ich das nicht mehr lesen kann. Spiegelheizung. Ja, das war das Licht jetzt, genau. Das wollte ich jetzt hier anmachen. So, springen wir mal ein bisschen um. Ja, und jetzt hier ein Ticket, please. Nee, kann man leider nicht drücken. Schade, kann man nichts drücken. Ich krieg keinen Fahrausweis hier. Aber toll. Ja, hier kann man auch ein bisschen mehr sehen tatsächlich. Ja? Also, was hier. Also man sieht, sie ist noch nicht 100% fertig, ne? Also. Hier sieht man zwar die Scheiben, ne? Die sind hier drinne. Wenn man jetzt hier so drinne ist, nicht. Und die fehlt aber auch an den Innenseiten hier. Weiß jetzt nicht, wenn ihr jetzt mal dieses Viereck jetzt beobachtet, dann da fehlen hier auch diese Scheiben drinne. Aber naja, so können wir es natürlich jetzt auch so bewegen. Das ist jetzt natürlich für mein Hirn natürlich absolut kaputt. Ja, also ich muss mich persönlich schon selber drehen, denn ne, damit das Ganze passt hier. Nee, das geht nicht auf. Okay. Aber die Vorrichtung ist schon mal da. Ja, ich habe jetzt irgendwie. Kartoffelphantom baut ja nun selbst an ein eigenes Modell jetzt vom KT4D. Oh, Gottes Willen. Das ist halt das Problem, wenn der mal rausswitcht. Wartet mal, wir gucken hier. Nicht, dass der jetzt hier die Aufnahme wieder hier sprengt oder sowas. Das ist, wenn der Mauszeiger aus dem Fenster rausgeht, das ist halt ein bisschen stressig. Das ist halt keine Vollbildanwendung, denn dementsprechend. Ja, und dadurch ist es dann natürlich ein bisschen anstrengend. So, machen wir Türen auf. Zack. Lassen wir die Fahrgäste einsteigen. Wie gesagt, geschildert haben wir jetzt alles. Ah, nein, wir dürfen hier gar nicht einsteigen. Weg mit euch. Wir müssen erstmal in die Buchenstraße fahren. Natürlich. Und ab dafür. Könnten wir uns natürlich auch mal gleich in die Buchenstraße eigentlich hinstellen. Aber nö. Radam, Scham, Scham. Mal ein bisschen schnell hier um die Kurve hier. Haben doch keine Zeit, haben schon Verspätung hier. Oh, was ich an Verspätungen zu sich habe, das ist der Wahnsinn. Oh, 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 oh. So, Türen auf jetzt. Alle Fahrgäste einsteigen bitte. Cool finde ich jetzt auch, dass die Stange jetzt endlich mit drin ist. Das sieht natürlich mit VR nochmal relativ cool aus, so dass du halt das Gefühl hast, dass du dich jetzt an der Stange jetzt am liebsten festhalten möchtest, wenn du jetzt zu schnell um die Kurven ballerst, ja, also das ist cool, ja, auch schon alleine, wie das Ganze halt dementsprechend aussieht, also Lotus ist einfach nur abgrundtief hübsch, ja, wenn das Ganze natürlich dann dementsprechend auch genutzt wird, dann halt dementsprechend. So, Türe zu.
geil. Ich finde das so geil. Bin mal gespannt, ob das nachher alles mit dem Multiplayer denn noch funktioniert, mit VR oder sowas, ob es da jetzt eine Regelung gibt, dass man VR jetzt zum Beispiel in dem Multiplayer benutzen darf oder sowas oder nicht. Also das wäre natürlich ein absolutes Highlight, denn ja, wenn du dann den VR-Modus dann noch hast drin. Warum sagt der nicht an hier? Was soll das? Verstehe ich jetzt nicht. Kurve? Aha, aha. Wie sagte die Ansagen hier nicht an? Ist natürlich ein bisschen eigenartig. Ist alles genauso geschildert wie sonst auch, ne? Also müsste es eigentlich passen. So, da haben wir die Kurve. Und wir stehen wieder. Vorsicht, Lebensgefahr. Ah, ja. Also was mir hier aufgefallen ist noch bei dem KT4D ist, man sieht ja immer so ein bisschen, aber hier oben, wenn wir jetzt hier nach oben gucken, ne, da sind die Texturen schon sehr hoch, also nicht sehr hoch, also niedrig aufgelöst halt, ne? Das sieht irgendwie ein bisschen zu groß aus. Naja. Abfahrt. Grube hatten wir ja schon. Jetzt kommt Bobser. So, Blinker funktioniert. Ja, das ist halt einfach so cool, ja. Du kannst dich halt wirklich richtig schnell umschauen, ja. Also das fühlt sich halt wie im echten Leben an, wenn du halt im Auto sitzt, ne. Da guckst du ja auch nicht manchmal so zeitlupenmäßig so um die Ecken, sondern du guckst halt zur Ampel, ja. Wenn sie grün wird, dann guckst du schnell in die Richtung, wenn du links abbiegst, dann fährst du halt los, ne. Also das geht dann halt schon deutlich schneller mit dem Umschauen. Deswegen stelle ich mir das nachher echt interessant vor, wenn du Bus fahren kannst. Und wir sind wieder in Bobser. Aber jetzt habe ich oft kurz stehende Bilder hier. Das merkt ihr wahrscheinlich auch, also das seht ihr wahrscheinlich auch alles, ja, dass das Gefühl manchmal so ein echt zuck, zack, zack, zack stehende Bilder halt wirklich sind. Ja. Ich guck mich dann so um und dann merkst du halt wirklich, dass er manchmal dann einfach hängen bleibt und dann geht er kurz weiter und dann bleibt er wieder hängen. Also das ist noch so ein. Sind so diese kleinen Sachen, die mir persönlich noch aufgefallen sind, jetzt hier mit dem Virtual Reality Modus. Ich finde auch, wird relativ wenig berichtet halt davon, auch im Forum halt. Ne? Ich meine, klar, wir reden hier von einer Brille, die ja, 400 Euro meistens immer so in den Preiskosten. Ist natürlich nicht günstig. Ich glaube, die neue Brille vom Valve oder sowas, kam die nicht 600, 700 Euro oder sowas? Also das ist schon, holy shit, ey. So, Kirschbaumallee. Das sind schon Preise, wo man dann halt sagt, so holy shit, das ist echt viel Geld. Ja. Ich bin ja auch am überlegen, ob ich mir diese neue
VR-Brille von Oculus wiederhole, weil ich bin eigentlich mit der Oculus ziemlich gut gefahren. Die neue bietet ja jetzt halt, dann ist ja dann kabellos. Fand ich persönlich gar nicht so schlecht. Das nervt schon, dieses Kabelgebundene. Das ist dann halt schon ein bisschen anstrengend. Aber ich weiß nicht, solange die Lobby die CV1 bei mir echt noch funktioniert, werde ich da wahrscheinlich in der Richtung halt auch nicht weiter upgraden. Wie gesagt, sei denn, es wird irgendwann diese Brille nicht mehr geupdatet oder sowas, ne, dann habe ich da halt dementsprechend wieder die Probleme, den halt. Das wäre natürlich wieder absoluter Bockmist, denn wäre nicht das erste Mal. Ne, wäre nicht das erste Mal, dass irgendein Gerät da nicht mehr funktioniert. Oh. So, Endhaltestelle Buchenstraße. Sowas müsste man einfach mal machen hier. Als Multiplayer-Karte einfach so einen schnellen Kreisverkehr gebaut hier und dann darauf dann vielleicht das Ganze dann dementsprechend halt aufbauen, dann halt, ne, so Stück für Stück dann halt. So, Endhaltestelle. Wir steigen jetzt hier alle aus. Wir fahren dann geradeaus weiter. Witzig ist, wir können auch echt nicht ranzoomen oder sowas. Mit dem Mausrad. So, kann man das lesen? So, Lotus, Betriebshof, alles andere ist da verschwommen. So, ab Tor 2. Und damit sind wir denn im Betriebshof hier angekommen von Diorama. Düsseldorf 1981. Interessant, interessant. So, ja, damit endet denn auch heute unsere Reise schon wieder hier. Unser Ausflug mit dem KT4D hier auf der Karte Diorama mit VR. Ja, ihr habt es jetzt selbst gesehen, also es hat halt immer noch seine kurzen Aussetzer, aber das ist ein, wie gesagt, ich kann dieses Feeling absolut nicht beschreiben, wie großartig sich das Ganze anfühlt. Das muss man wirklich selbst einfach mal erlebt haben. Ja, also dass das Ganze, ich finde, das ist echt, echt nice. Also ich habe es schon in der letzten Folge gesagt, ich hoffe natürlich, dass auch in dieser Folge sage ich es auch gerne nochmal, ne? hoffentlich arbeiten Oculus Software weiterhin an VR, ne? Dass sie das Ganze nicht irgendwann mal rausnehmen oder sowas, das wäre echt ärgerlich, oder halt diesen Ego-Modus, den sie ja damals in Omsi Fast drin hatten, ja, dass der dann einfach so auf die Abschussliste kommt. Das wäre natürlich echt bitter, denn für VR dann wieder. Tja, von daher gibt es hier an der Stelle nicht viel zu sagen. Wie gesagt, das war heute der KT4D, konvertiert von BLV, ne? Das Original stammt von Kartoffelphantom. Also großartige Arbeit hier an der Stelle nochmal von uns natürlich. Und ja, ich habe euch, wie gesagt, versprochen, dass wir uns noch weitere Modelle anschauen werden mit VR. Das werden wir natürlich auch tun in der nächsten Folge. Von daher unbedingt wieder einschalten, wenn ihr mehr VR sehen wollt hier. Und Lotus, würde ich persönlich mich sehr drüber freuen. Und wir sehen uns denn, ja, wieder, wenn das alles top war heute, dann den Like nach oben da lassen. Nicht vergessen. Und sonst verabschiede ich mich hier, sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und natürlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.